10 natürliche Tricks, wie man dunkle Knie und Ellbogen los wird. Die Sammlung an toten Hautzellen, Reibung, übermäßige Sonnenaussetzung oder ein hormonelles Ungleichgewicht können die Ursache für dunkle Knie und Ellbogen sein. Diese Stellen unseres Körpers enthalten keine Öldrüsen und es ist wichtig, sie durch richtige Pflege und Hygiene vor Trockenheit zu schützen. Wir haben hier 10 einfache, aber super effiziente Techniken, die dir dabei helfen, deine Haut zu nähren und dunkle Flecken zu entfernen. Erstens, Gurke. Aufgrund ihrer bleichenden Eigenschaft ist die Gurke eine der effizientesten Arten, dunkle Knie und Ellbogen loszuwerden. Die Gurke entfernt die toten Hautzellen und hält die Haut feucht. Vitamin A und C, die in Gurken enthalten sind, halten die Haut schön und frisch. Reibe 15 Minuten lang sanft mit dicken Scheiben Gurke über deine Ellbogen und Knie. Lass sie für weitere 5 Minuten drauf und wasch sie dann mit kaltem Wasser ab. Du kannst auch dieselben Mengen von Gurkensaft und Zitronensaft mischen. Trage die Mischung auf deine Knie, Ellbogen sowie deine Unterarme auf. Lass es für 20 Minuten drauf und wasch es ab. Mach dies täglich. Zweitens, Zitrone und Backpulver. Zitronen sind die perfekte hautbleichende Zutat. Sie sind voll von Antioxidantien und Vitamin C, die die Hautregeneration fördern und den Hautton verbessern. Backpulver wirkt als sanfter und wirksamer Reiniger für das Erhellen von dunklen Hautstellen. Nimm eine Zitrone und schneide sie in 2 Hälften. Streu einen Esslöffel Backpulver auf die Zitrone. Reibe deine Ellbogen und Knie für 1 Minute ein. Lass es für 15 Minuten wirken und wasch es dann mit warmem Wasser ab. Wiederhole dies für den erwünschten Effekt alle 2 Tage. Drittens, Aloe Vera und Milch. Aloe Vera enthält Substanzen, die dir helfen, deine Haut feucht zu halten und unebene Hauttöne zu verbessern. Es hat zudem antibakterielle und Antipilzeigenschaften. Die Kombination aus Aloe Vera und Milch ist eine einfache und nützliche Art, die Haut natürlich heller zu machen. Mische gleiche Mengen an Milch und Aloe Vera Gel und trage es auf deine Haut auf. Lass es über Nacht wirken und wasch es am nächsten Morgen ab. Alternativ kannst du das Gel aus dem Aloe Vera Blatt gewinnen und auf deine Knie und Ellbogen auftragen. Lass es 20 Minuten lang wirken und wasch es dann mit warmem Wasser ab. Viertens, Kartoffel. Kartoffeln sind reich an Katecholase-Enzymen, die deinen Hautton auf natürliche Weise aufhellen können. Täglicher Gebrauch von Kartoffeln wird deine Haut weicher machen und die dunklen Stellen entfernen. Reibe die Kartoffeln, drück den Saft raus und trage diesen auf die Haut auf. Lass es für 15 Minuten einwirken, dann wäschst du es mit Wasser ab. Trage Feuchtigkeitscreme auf. Du kannst deine Ellbogen und Knie mit einer in Scheiben geschnittenen Kartoffel für 10 bis 15 Minuten einreiben und dann abwaschen. Fünftens, Kurkuma. Kurkuma ist das natürlichste Heilmittel zur Verbesserung von Verunreinigungen und toten Hautzellen von deinen Knien und Ellbogen ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Es enthält Kurkumin, der die übermäßige Produktion von Melanin, welches für die dunkle Hautfarbe verantwortlich ist, reduziert. Mische etwas Kurkuma-Pulver mit einem Teelöffel Milch. Trage es auf Knie und Ellbogen auf. Massiere es für ein paar Minuten ein und lasse es auf natürliche Art trocknen. Wasche es mit warmem Wasser ab. Du kannst für einen besseren Effekt noch etwas Honig zur Mischung hinzufügen. Sechstens, Kokosnussöl. Kokosnussöl ist voll von essentiellen Fettsäuren und Vitamin E, die helfen, dunkle und beschädigte Haut zu reparieren. Nach jeder Dusche oder jedem Bad kannst du das Kokosnussöl auf die betroffenen Regionen auftragen. Massiere es sanft für 2 bis 3 Minuten ein, bis das Öl von der Haut absorbiert wird. Du kannst auch einen halben Teelöffel frischen Zitronensaft zu einem Teelöffel Kokosnussöl mischen und es für ein paar Minuten leicht auf deine Knie und Ellbogen einreiben. Siebtens, Honig. Honig funktioniert als natürlicher Feuchtigkeitsspender. In Kombination mit Zitronen kann er bei deiner Haut Wunder bewirken. Mische 2 Esslöffel Honig, den Saft einer halben Zitrone und 1 Teelöffel Backpulver. Trag die Mischung auf die dunklen Stellen auf. Lass es für 20 bis 30 Minuten wirken und wasch es ab. Honig funktioniert auch mit Milch und Aloe Vera Gel gut.
Du kannst einen Esslöffel Honig mit einem Teelöffel Milch und einen Esslöffel Aloe Vera Gel kombinieren. Trage die Paste auf deine Haut auf, lass sie für 15 Minuten wirken und wasch sie danach mit warmem Wasser ab. 8. Zucker und Olivenöl. Ein selbstgemachtes Peeling aus Zucker und Olivenöl nährt, befeuchtet und entfernt tote Zellen von deiner Haut. Mische gleiche Mengen an Zucker und Olivenöl und mache eine feine Mixtur. Trag sie auf deine Knie und Ellbogen auf und massiere sie in kreisförmigen Bewegungen für ca. 5 Minuten ein. Wiederhole das jede Woche. Dieses Peeling kann auch zum Reinigen des Gesichts verwendet werden. Gib einfach Acht, dass du es nicht zu fest einreibst, da dies die Haut verletzen könnte. 9. Haferpeeling. Zusammen mit vielen anderen gesundheitlichen Vorteilen ist Hafer ein weiterer effizienter Weg für einen makellosen Hautton. Du brauchst dafür Zitronensaft, Hafer und Salz. Mische den Saft einer halben Zitrone, einen halben Teelöffel Hafer und eine Prise Salz. Trage das Peeling in kreisförmigen Bewegungen auf deine Knie und Ellbogen für 10 bis 15 Minuten auf. Wasch es mit warmem Wasser ab. Wiederhole diesen Prozess 3 bis 4 Mal die Woche, um das beste Ergebnis zu erzielen. Du kannst 2 Esslöffel Weizen mit 2 Teelöffeln Milch mischen und damit die dunklen Stellen für 10 Minuten massieren. Dann wäschst du es mit Wasser ab. Es wird deine Haut sanft, glatt, gesund und strahlend machen. 10. Essig und Joghurt. Der reiche Inhalt an Essigsäure im Essig und die Milchsäure im Joghurt werden dir dabei helfen, deine Knie und Ellbogen zu reinigen und eine strahlende Haut zu bekommen. Mische einen Esslöffel Joghurt und einen Esslöffel Apfelessig. Trage die Mischung auf deine Haut auf. Lass sie für 15 Minuten wirken und wasch sie mit warmem Wasser ab. Wiederhole diesen Prozess 3 bis 4 Mal die Woche. Ein weiterer leichter Weg, deine Haut heller zu machen, ist es, Apfelessig mit etwas Wasser zu mischen und auf deine Ellbogen und Knie mit Wattepads aufzutragen. Lass es für 15 Minuten wirken und wasch es ab. Kennst du noch andere hautbleichende Tipps? Dann schreib sie einfach unten in den Kommentaren. Und hier kommt noch unser Bonus. 2 einfache Übungen, mit denen du deinen Knie- und Fußschmerzen auf Wiedersehen sagen kannst. Die Sonnenseite erinnert dich. Die richtige Diagnose und Behandlung sind deinem Arzt überlassen, aber du kannst die Symptome jetzt gleich lindern. Übung 1. Diese Übung zielt auf die Erhöhung deines Fußbogens ab und wie man ihn richtig positioniert. Am besten ist es, wenn du diese Übung morgens machst. Steh für 20 bis 30 Sekunden auf Zehenspitzen. Wiederhole dies 5 bis 10 Mal. Übung 2. Dies ist eine der besten Übungen für die Stärkung von schwachen Knöchelmuskeln und Bändern. Gib ein paar Perlen auf den Boden. Heb sie eine nach der anderen mit deinen Zehen auf und gib sie in ein Glas. Für einen noch besseren Effekt kannst du auch noch andere Übungen machen. Du wirst merken, wie deine Füße viel leichter werden und deine Laune auch besser wird. Vergiss nicht, auf Subscribe zu drücken, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.